Hallo ihr Lieben, wir schauen uns jetzt zusammen die folgende Aufgabe an. Und zwar geht eine Gerade durch den Ursprung 0-0 und durch den Punkt P 1-3. Und wir sollen jetzt die Geradengleichung bestimmen, ohne die Gerade zu zeichnen. Was wir aber machen dürfen, ist ein Koordinatensystem zeichnen und da die Punkte mal einzeichnen. Und das mache ich jetzt. So, eigentlich wäre es jetzt ja ein einfaches, hier noch die Gerade durchzuzeichnen, aber ich zeige euch jetzt, wie wir die Geradengleichung rauskriegen, indem wir die Gerade nicht einzeichnen. Also zuerst mal überlegen wir uns den y-Achsenabschnitt. Wo schneidet denn die Gerade die y-Achse? Ja, und wenn wir durch den Punkt 0-0 gehen, bedeutet das ja, dass wir die y-Achse dann auch auf der Höhe 0 schneiden, weil wir ja dann hier tatsächlich durch müssen. Und jetzt brauchen wir noch die Steigung. Und bei der Steigung probieren wir ja immer Folgendes zu machen. Wir versuchen immer einen Schritt nach rechts zu gehen und dann einen Schritt nach oben und dann schauen, wie viele Schritte wir nach oben bzw. nach unten laufen müssen. So, und wenn ich jetzt weiß, dass mein Punkt, also dass die Gerade durch den Punkt 1-3 geht, dann habe ich ja hier zuerst den x-Wert 0 und dann den x-Wert 1. Das heißt, von 0 zu 1 laufe ich einen Schritt nach rechts und jetzt muss ich zum y-Wert 3 laufen, also 3 nach oben. Und man sieht es ja auch hier so ein bisschen, wenn man sich die Gerade hier vorstellt. Ich schumme mal und halte mit dem Geodreieck die Gerade hin, dann sieht man ja, man läuft 1 nach rechts und 3 nach oben zum Punkt P. Das heißt, die Steigung ist 3 und damit folgt für meine Geradengleichung y ist gleich 3x plus 0. Das plus 0 denken wir uns dazu und schreiben es nicht auf. Gut, nächste Aufgabe. So, hier könnt ihr schon die nächste Aufgabe lesen. Und zwar geht eine Gerade durch die Punkte P0-3 und durch den Punkt Q1-4,5. Und wir sollen wieder die Geradengleichung bestimmen, ohne zu zeichnen. Jetzt müssen wir wieder überlegen, ob wir aus diesen beiden Punkten sogar, ob wir aus diesen beiden Punkten und das jetzt sogar, wenn wir kein Koordinatensystem und keine Punkte einzeichnen, die Geradengleichung hinkriegen. Dafür überlegen wir uns erstmal, ist denn jetzt unser y-Achsenabschnitt gegeben? Und jetzt überlegen wir, wenn wir den Punkt 0-3 einzeichnen würden, dann würden wir ja gerade auf der y-Achse um 3 nach oben laufen. Das heißt, dieser Punkt gibt mir schon nämlich den y-Achsenabschnitt an. Das ist das hier. Das heißt, der y-Achsenabschnitt ist 3. Und wir wissen, die Gerade geht durch den Punkt 1-4,5. Das heißt, wenn wir von x gleich 0 zu x gleich 1 laufen, dann laufen wir von 3 zu 4,5. Das heißt, wenn wir 1 nach rechts laufen, wie viel laufen wir dann von oben? Wir laufen nach oben von 3 zu 4,5. Das sind 1,5 nach oben. Das heißt, meine Steigung ist 1,5. Und jetzt zeige ich euch das gerade nach meinem Koordinatensystem. Ich habe blöderweise das erste ein bisschen zu klein gezeichnet. Deswegen zeichne ich nochmal ein zweites. Das hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen. So, hier ist nochmal das zweite Koordinatensystem. Und jetzt zeichne ich die Punkte P und Q mal ein. Das ist ja nicht verboten. P war bei 0-3, das ist hier, und Q ist bei 1-4,5. 1-4,5, das ist hier. So, und jetzt schauen wir nochmal, ob die Sachen, also ob die Eigenschaften der y-Achsenabschnitt und die Steigung, die ich mir gerade nur durch Nachdenken überlegt habe, wirklich passen. Ich schummel mal wieder ein bisschen und lege mein Geodreieck hier als Gerade über die beiden Punkte. Und das dürft ihr natürlich gern zu Hause machen. Ein bisschen schummeln ist erlaubt. Also, und ich sehe sofort, ja, wo schneide ich meine y-Achse? Ganz klar, das ist hier am y-Wert 3. Das heißt, mein y-Achsenabschnitt ist 3. Und das sehe ich halt an dem Punkt. Weil immer, wenn bei einem Punkt hier vorne eine 0 steht, heißt es ja, ich laufe auf der x-Achse weder nach links noch nach rechts.
Das heißt, alle Punkte mit 0 Strich irgendwas liegen halt auf der y-Achse, entweder im positiven oder im negativen. Das heißt, da kann ich sofort meinen y-Achsenabschnitt ablesen. Und jetzt schauen wir wieder nach der Steigung. Die Gerade würde ja so aussehen, wenn ich 1 nach rechts laufe, dann muss ich 1, 2, 3 Kästchen nach oben laufen und 3 Kästchen, seht ihr selbst, ist in dem Fall 1,5. Das heißt, meine Steigung ist 1,5 und dann lautet meine Geradengleichung y ist gleich 3x. Ach, falsch rum. Jetzt erzähle ich hier aber Quatsch. Ich streiche es einfach durch. Y ist gleich 1,5x plus 3, weil hier steht m und da steht c. So, ich hoffe, euch ist klar, wie man das in etwa macht. Wie gesagt, wenn man ganz clever ist und das schon richtig gut verstanden hat, dann kann man versuchen, das einfach zu machen, indem man über diese beiden Punkte nachdenkt. Und ansonsten benutzt man eben diesen kleinen halbverbotenen Trick, zeichnet die Punkte ein und legt das Geodreieck als Gerade darüber und dann kommt man auch auf das Ergebnis. Und wie gesagt, das ist in dem Fall überhaupt nicht verboten, sondern auch erlaubt. Gut, ihr Lieben, dann viel Erfolg mit den nächsten Aufgaben.